Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Wir widmen uns heute mal notebooksbilliger.de und zwar haben wir hier den HM24 Gaming PC. Den habe ich bei Google gefunden. Ich dachte, ich suche mal selber wieder einen raus. Und zwar ist das eine Maschine mit folgenden technischen Daten: AMD Ryzen 7 2700 Octa-Core Prozessor, 16 GB DDR4 Speicher, 512 GB SATA, SSD Festplatte, 1 TB SATA, HDD Festplatte und so weiter und so fort. Wir werden uns darum jetzt mal kümmern. Ihr seht ein AMD System und wir starten wie immer mit dem Bild. Ja, das Bild ist kein Fake. Es ist das Gehäuse. Es fehlt sogar ein Lüfter. Der passt theoretisch da noch rein, man sieht es hier sehr gut. Immerhin verarschen sie euch nicht, wie immer mit irgendwelchem leuchtenden RAM oder ähnlichem. Soll kosten 1000 Euro und wir schauen uns jetzt mal die technischen Daten an. Wir starten mit dem AMD Ryzen 7 2700 Octa-Core Prozessor. Liest sich viel, ist aber Einsteigerklasse. Kostet bei geizhals.de 181,72 Euro. Und es ist sehr schade, dass dieser Prozessor verbaut wird, weil der unterstützt nur DDR4 2933 MHz. Ich spreche ja mal von 3200, das ist aber dann ab der 3000er Generation von AMD. Und man kriegt für denselben Preis oder fast denselben Preis, merkt euch die 181, schon einen 3600er, der 12 Threads hat, also 6 Kerne, 12 Threads. Der andere, der hat nur 8. Der kostet 186 Euro. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ich glaube, das ist noch ein bisschen Resteverwertung. Ich weiß auch nicht, wie alt das System jetzt ist, wie lange es schon bei Notebooks billiger gelistet ist. Aber ich finde es wirklich sehr schade. Der Unterschied ist nämlich folgender. Man sieht hier den Vergleich. Und warum ist der besser? Er hat eine höhere RAM-Geschwindigkeit, die besagten 3200 MHz gegenüber 2933. Ein höheres Ergebnis im Passmark mit 13,38%, keine Ahnung, wird irgendein Benchmark sein. 16 MB größerer Level 3 Cache ist auch sehr wichtig für die Geschwindigkeit. Die Fertigungsgröße ist um 5 Nanometer kleiner. Memory Bandbreite, ihr seht es hier alles. Also er ist jetzt nicht deutlich besser, aber es kostet halt dasselbe. Und ihr habt hier schon 6 Punkte mehr quasi als Endergebnis. Finde ich sehr schade, wie gesagt, Resteverwertung, aber was soll man dazu sagen? Hier haben wir hier nochmal 181 Euro, packen wir so in den Warenkorb. Dazu nehmen wir noch einen Lüfter, weil die Variante, die ich euch eben gezeigt habe, war ohne Lüfter. Mit Lüfter kostet der 400 Euro, ich weiß nicht warum. Das hat irgendwas mit OEM zu tun, ich weiß es nicht genau. Wir nehmen jetzt einfach einen mit dabei für 20,49 Euro bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Man kann auch jeden anderen AMD-Lüfter nehmen. Wenn ihr jetzt den Lüfter zum Beispiel von dem 3600er hättet, der würde da auch drauf passen. Es geht nur um die Montagemöglichkeit. Der Lüfter, der packt das locker. Der hier sowieso, der hat eine TDP von 180 Watt, der Prozessor verbraucht glaube ich 65 Watt, beziehungsweise hat eine TDP von 65 Watt. Das heißt, ihr schafft hier knapp das Dreifache an Wärmeableitung, das passt also. Ist jetzt nichts Besonderes, LC-Power ist qualitativ jetzt auch nicht so der Bringer, aber er reicht für den Prozessor auf jeden Fall aus. Ja, jetzt haben wir auch hier wieder dieses Thema, Mainboard, Chipsatz, AMD A320. Mehr wird einem nicht gesagt. Gut, man sieht hinterher noch die Anschlussmöglichkeiten. Aber es wird nicht gesagt, von welchem Hersteller. Aber ich schätze mal, das wird das Asus Prime sein. Das kennt ihr ja schon. Das Problem in der ganzen Nummer ist, dieser Chipsatz, das ist wirklich der kleinste, den du dir holen kannst quasi für AMD. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Hier erstmal, das Board ist ein Micro-ATX-Board. A320M-K. Ihr habt nicht sonderlich viele Erweiterungsmöglichkeiten. Hier auf dem Slot, wie immer, die Grafikkarte. Die hier wird eventuell verdeckt von den Lüftern, wenn ihr Pech habt. Und hier könnt ihr dann halt noch, weiß ich nicht, WLAN-Karte, USB-Karte, habe ich schon öfters angesprochen. Hat nur 2 RAM-Erweiterungsslots. Von den Anschlüssen her ist es okay. Wir haben 6x USB, noch vorne am Gehäuse 2x USB. Also mit 8 Stück solltet ihr eigentlich auskommen. Netzwerkanschluss und hier wieder Mikrofon, Lautsprecher und ein Line-In. Und hier nochmal die Anschlüsse, tatsächlich kein DVI, sondern nur VGA und HDMI. Ist natürlich dafür gedacht, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ryzen 3200G nehmt. Die mit der G-Serie haben immer einen eingebauten Grafikchip, da bräuchtet ihr theoretisch keine Grafikkarte, aber von der Leistung her sind die natürlich nicht so gut. Kann man zur Not hier drauf betreiben. Und noch die PS-2 Anschlüsse für eine alte Maus und alte Tastatur, falls mal USB nicht will. Das einfach nur zum Absichern. Ihr seht schon am Preis, das ist nichts Dolles, 50 Euro bei Extreme Digital packen wir auch so in den Warenkorb. Ist wirklich unterste Einsteigerklasse. Zu dem Chipsatz nochmal, ich sagte ja schon, das ist wirklich der Einsteiger-Chipsatz. Hier sieht man A320. Das ist der erste, der auch PCI Express und alles hier soweit unterstützt. Ist wirklich das kleinste. Ich rede schon bei den B450 immer, ist so eine Sache. Mit BIOS Update könnt ihr sogar die Ryzen 5000 drauf betreiben bei den meisten Herstellern. Falls ihr mal irgendwann upgraden wollt. Das wird beim A320 glaube ich nicht möglich sein. Und ich sag schon immer, wenn ihr euch was holt an Mainboards, und das soll ein AMD sein, dann holt euch ein B550 oder ein X570. Weil das sind im Moment die aktuellsten Chipsätze. Und damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt wird es auch nochmal lustig, diesen Text hat wahrscheinlich ein Praktikant geschrieben.
Wir haben hier PC-Grafik. AMD Radeon Pro 5500 XT. Diese Grafikkarte gibt es nicht. Also, es gibt schon die Pro. Das ist die Pro-Variante. Die kostet einfach mal fast 2000 Euro. Die ist natürlich für was anderes gedacht. Die ist nicht zum Zocken gedacht. Ihr könnt damit theoretisch spielen, ja, aber die ist mehr so dafür gedacht, wenn ihr zum Beispiel viel Grafikdesign macht oder ihr macht Messberichte, ihr müsst irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder ähnlichem machen. Dafür sind diese Grafikkarten gedacht und nicht für den Endverbraucher. Das heißt, die stimmt schon mal nicht. Aber die werden wahrscheinlich eine 5500 XT verbauen. Die gibt es nämlich ohne Pro. Es liest sich immer schön Pro, aber nein, ist es nicht. Und hier haben wir auch schon eine bei Geizhals. ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger. Die ist sogar leicht übertaktet. Die werden eine stinknormale einbauen, aber ich habe jetzt auf die Schnelle keine andere gefunden. Kostet 550 Euro bei eBay. Ist natürlich so eine Sache. Die Grafikkarte hat diesen Wert nicht. Ich habe mal eine neu gekauft, die kostete 320. Das war vor ungefähr anderthalb Jahren. Wir werden jetzt diesen Preis in den Warenkorb nehmen. Ich möchte euch nur mal zeigen, was für Preise noch möglich sind. Hier hätten wir zum Beispiel eine MSI Radeon RX 5500 XT Mech, auch OC, 227,70 Euro. Ist jetzt im Ausland, aber dann wisst ihr, wo wir uns bewegen. Wenn ihr gleich die Endsumme seht, dann werdet ihr denken, boah, bei dem PC könnt ihr ja richtig was sparen. Aber erstmal ist das Mainboard zu klein sowieso. Und hier sind 300 Euro Differenz zu dem anderen Preis und die könnt ihr theoretisch sogar abziehen. Aber wir nehmen jetzt die große und packen die so in den Warenkorb für 549 Euro. Arbeitsspeicher, Größe 16 GB DDR4, 3000 MHz, das heißt, er ist leicht übertaktet. 2933 unterstützt offiziell, wenn der Hersteller das wirklich übertaktet hast, über ganz normales XMP-Profil oder sogar von Hand, habt ihr ein bisschen mehr Leistung, die werdet ihr nicht spüren. Aber sie ist halt da und sie muss genannt werden. Und ihr seht auch, zwei von zwei Regeln sind verbaut. Das heißt, wir wissen immerhin, es sind zwei Regeln, 16 GB, also 2x8. Dann nehmen wir jetzt mal schön gepflegt den G-Skill Aegis. Weil wenn die an den ganzen Komponenten wie dem Board schon sparen, werden sie euch da keinen Vengeance RGB reinfeuern. Das hätten sie auch dabei geschrieben. So schreiben die einfach nur 16 GB, zwei Riegel. Keiner weiß von welchem Hersteller. Es könnte sogar noch billiger sein als der G-Skill Aegis. Den nehmen wir jetzt aber mal so. 77,40 Euro bei Mindfactory packen wir so auf die Liste. Festplatte. Ja, das ist jetzt so ein Thema. Format 2,5 Zoll ist richtig, bezieht sich aber wahrscheinlich nur auf die normale SSD. Es ist keine M.2 SSD, es ist eine ganz normale SATA SSD mit ungefähr, denke ich, 550 MB Lesen, Schreiben. Und bei der HDD habe ich jetzt auch eine 2,5 Zoll genommen. Einfach nur, weil es hier oben steht. Sie werden eine 3,5er verbauen, das weiß ich. Aber es steht hier so, wir halten uns an das Produktblatt und wir schauen jetzt mal, was das alles kostet. Hier haben wir eine Intenso Top Performance SSD 512 GB mit SATA, die kostet 44,99 Euro. Für das Geld kriegt ihr auch schon 500 GB M.2. Von Crucial zum Beispiel. Gut, lasst es 50 Euro kosten. Aber das sparen sie sich schon mal weg. Da kommt auch gleich noch was Gutes, was sie sich noch wegsparen. Das ist der Hammer. Aber hier seht ihr 520 MB lesen und 500 MB schreiben. Packen wir so in den Warenkorb. Dasselbe ist hier, das sind eigentlich Notebook-Festplatten. 2,5 Zoll. Sind meistens so kleine. Schon wegen der Baugröße natürlich. 1 Terabyte kostet 49,29 Euro bei Mindfactory. Da seht ihr auch nochmal den Preisunterschied gegenüber den 45 Euro von der SSD. Das hier ist ja jetzt eine HDD. Hier bekommt ihr quasi das Doppelte an Speicher für fast denselben Preis. Das heißt jetzt nicht, dass ich euch von SSDs abrate. Auf gar keinen Fall. SSDs sind super. Nur ich finde es schade, dass sie keine M.2 verbauen. Und wir nehmen die jetzt einfach mal als Datengrab. Habe ich so in meinem Rechner auch drin. Darauf Spiele zu installieren, kann man machen. Kein Problem, die Ladezeiten werden natürlich dadurch ein bisschen beeinflusst, das heißt, ihr müsst länger laden. Wenn der eine schon im Spiel ist, müsst ihr noch ein bisschen warten. 49,29 Euro bei Mindfactory packen wir auf die Liste. Laufwerk, DVD Super Multibrenner. Ja gut, wer das heute noch braucht, ist schön, dass es dabei ist, aber eigentlich braucht man es nicht mehr. Haben wir hier einen Hitachi LG Data Storage, das ist ein ganz normaler DVD-Brenner für 10,40 Euro. Die Dinger kosten auch nichts mehr, die will auch keiner mehr haben eigentlich. Es gibt noch Leute, die wollen sich CDs brennen, ja, aber... Gut, packen wir so auf die Liste. Jetzt möchte ich noch mal einmal was dazu sagen, weil wir eben Hitachi LG gelesen haben. Hier steht zum Beispiel, zudem werden nur Markenkomponenten wie von unter anderem Asus oder LG verbaut, um ihnen höchste Qualität zu bieten. Ja, LG ist das Laufwerk, Asus ist das Board. Ich finde Asus jetzt nicht schlecht, Asus macht gute Boards, aber LG hört sich wieder wie so toll an, aber es ist halt nur der Brenner. Es ist nicht falsch, was sie da schreiben. Aber sie versuchen etwas in die Höhe zu treiben, wie das bei Werbung halt so ist, was gar nicht so wirklich da ist. Aber weiter im Programm. Gehäusetyp MIDI Tower, also ein stinknormaler kleiner Tower. Es gibt ja auch Big Tower, die ich immer empfehle, weil da die Luftzirkulation besser ist. Gibt zum Beispiel von Atza auch oder ich habe jetzt einen Enamax. Klar, für so ein System reicht ein MIDI Tower völlig aus. Also die Gehäusebezeichnung HM24, die gibt es so nicht zu kaufen. Das wird eine Eigenherstellung sein oder sie labeln es einfach nur mit ihrem Namen. Findet man jetzt so nicht.
habe ich mal ein vergleichbares Gehäuse genommen. Und zwar nehmen wir ein Fractal Design Focus G Mini. Das ist halt auch so ein kleines, da passt das Board und so weiter auch alles rein. Kostet 48,90 Euro. Ist für so ein kleines Gehäuse wirklich schon ein bisschen teurer. Aber wir wollten ja eins haben, was dem Ganzen ähnelt. Hat auch zwei Lüfter. Auf dem einen Bild von dem Originalgehäuse fehlt halt ein Lüfter. Ich glaube auch nicht, dass der verbaut ist. Aber hier haben wir zwei Stück und wir haben sogar diese Einschubblenden oben für das DVD-Laufwerk. Von daher passt das. Packen wir so auf die Liste. Und jetzt kommt der Knaller. Wir haben ein 420 Watt 80 Plus Netzteil. Bedeutet für euch, 420 Watt reichen für dieses System. Ist schon hart an der Grenze, aber reicht. Wenn ihr jetzt irgendwann auf die Idee kommt, ihr möchtet erweitern, und das muss noch nicht mal mehr der Prozessor sein, das reicht, wenn ihr eine dickere Grafikkarte reinbauen wollt, was bei dem System keinen Sinn macht, dann wäre die CPU quasi der Bottleneck, aber wenn ihr es machen würdet, würde der PC auf jeden Fall Probleme kriegen. Ich hatte jetzt mal einen Fall, da wollte ein Kollege von mir Assassin's Creed, was war das früher, Odyssey, Unity, weiß ich gar nicht, wollte das spielen. Und immer wenn das Spiel geladen hat, hat die Grafikkarte mit einem Satz so viel Strom gezogen, dass der Rechner einfach ausgegangen ist. Und das war ein 600 Watt Netzteil. Er hatte eine 2080 Super da drin und einen i9-9900K. Das ist eine ganz andere Leistungsklasse. Aber wenn ihr mal irgendwann wirklich auf die Idee kommt, ich will jetzt eine dickere Grafikkarte, damit ich mehr Leistung habe, dann wird das nicht ausreichen. Auf gar keinen Fall. 80 Plus Netzteil ist bei den meisten mittlerweile schon. Und jetzt kommt das Heftige an der ganzen Sache. Schoko-Kaltgerätekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn ich jetzt nach Mindfactory gehe oder einen beliebigen anderen Hersteller und ich kaufe von Be Quiet ein Netzteil, habe ich grundsätzlich einen Kaltgerätestecker dabei. Weil die Dinger nichts kosten. Die liegen irgendwo auf Haufen, die packen sie euch da rein und ist das Thema erledigt. Das ist nicht dabei. Das bedeutet, habt ihr bisher noch keinen richtigen PC gehabt, zum Beispiel weil ihr die ganze Zeit auf einem Notebook gespielt habt, und ihr kriegt diesen PC nach Hause, habt ihr keine Möglichkeit, ihn an den Strom anzuschließen. Die Dinger hat keiner zu Hause großartig rumfliegen, ich jetzt schon. Aber wenn ihr noch nie einen PC habt, habt ihr kein Kaltgerätekabel oder ihr nehmt das von eurer Kaffeemaschine. Das ist der Hammer. Damit ihr mal seht, in was für einem Preisbereich wir im Endkundensegment da landen. 3,29 Euro. Das sparen die euch weg. 3,29 Euro. Die Dinger, die kosten in der Erstellung ein paar Cent. Das mal 80 Cent sein. Aber das ist der... Guck mal bei AliExpress, was die Teile kosten. Eigentlich gar nichts. Das ist jetzt nur ein halber Meter, ja, ich weiß. Aber das sparen die euch weg. Ihr kriegt die Kiste nach Hause und könnt sie nicht anschließen. Das ist so... Wer da nicht drauf achtet, wundert sich dann. Der hat das Teil da stehen und weiß nicht, was er machen soll. Der muss das erst wieder bestellen, das dauert wieder 2 Tage. Es sei denn, ja, Prime. Wenn ihr Pech habt, ist Wochenende, da kriegt ihr gar nichts. Ihr wisst, worauf ich drauf hinaus will, ne? Also, Wahnsinn. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sowas weggespart hat. Ich glaube nicht, dass das bei Dubaro oder Mifcom oder ähnlichem so auch so ist. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal zurück zum Netzteil. 420 Watt habe ich natürlich eins rausgesucht. Natürlich wieder was schön Billiges, weil die werden da nichts Gutes drin verbauen, wenn sie das Kabel schon wegsparen. Ein LC Power LC420H. Ich bin immer der Meinung, man sollte am Netzteil auf gar keinen Fall sparen. Man kann was Günstiges nehmen, aber von einem namhaften Hersteller. Bei LC Power weiß ich nicht, wie die Dinger so gebaut sind. Wahrscheinlich liefern sie diese 420 Watt noch niemals mehr, sondern 400. Ich glaube auch nicht, dass das Dauerlast ist. Weil wenn das Netzteil stirbt in eurem Rechner, dann reißt es meistens das Mainboard noch mit in den Tod. Wenn nicht sogar noch andere Hardware-Teile. Wenn ihr wirklich Pech habt und da drin geht jetzt, sage ich mal, ein Elko kaputt und leitet den Strom direkt durch, dann könnt ihr euch von eurem Board verabschieden. Wäre bei dem Board jetzt nicht schlimm, ist eher ein Mini-Board. Aber ihr wisst, was ich meine. Man sollte am Netzteil niemals sparen. Kostet 19,92 Euro. Wenn ich euch ein Netzteil empfohlen habe, waren es meistens so 500, 600 Watt Netzteile von Be Quiet. Die kosten dann klar das Doppelte. Oder sogar fast das Dreifache. Aber dann habt ihr auch Qualität und Garantie. Ich habe zum Beispiel auch hier im Haushalt ein Asus ROG-Netzteil. Das kostet 180 Euro, gibt euch aber 10 Jahre Garantie auf das Teil. Egal, packen wir so auf die Liste. Also das wird kein tolles System werden, aber ist es halt so. Dann wären wir soweit auch eigentlich schon durch. Hier sind noch die Schnittstellen. Das Teil hat tatsächlich WLAN, aber es wird realisiert über einen USB-Stick. Rechnet die 20 Euro von mir aus gleich noch drauf. Es wird per USB-Stick quasi erweitert. Also die hätten auch eine PCI-Express-Karte nehmen können. Nein, sie nehmen USB-Stick, da stand hier auch irgendwo bei, ich habe es auf jeden Fall gelesen, ich gucke gleich nochmal nach. Was es noch dabei gibt, Windows 10 Pro 64-Bit, ja schön, die 5 Euro könnt ihr auch noch beirechnen von eBay, sagen wir mal. Garantie, 3 Jahre Herstellergarantie, immerhin, ist ganz ordentlich. Bring-in-Garantie des Herstellers bedeutet, ihr müsst das Ding einschicken, das holt keiner bei euch ab. Es gibt ja Pick-up und Return und Bring-in, das heißt, ihr müsst das Teil quasi dahin schicken, hinbringen, wie auch immer. Und dann weiß ich nicht, wie lange die brauchen, um das zu reparieren. Man sieht auch schon an den Bewertungen 2,5 Sterne. Naja gut, wir haben eine 5 Sterne, eine 4 Sterne, 1 Stern, 1 Stern. Es haben sogar schon, seitdem ich das Video vorgefertigt habe, also ich suche die Komponenten meistens einen Tag vorher raus, mache dann am nächsten Tag das Video, schneide das und lade es hoch, sind sogar einige Bewertungen noch dazugekommen. Also ihr seht schon, 3 bekommen, 3 zurückgeschickt,
Rechner nach dem Update platt und defekt. Gut, Update ist immer so eine Sache. Ist der Hammer hier auch angeschlossen, gestartet. Nichts, kein Bild, kein Ton, gar nicht. Wahrscheinlich fehlt ihm das Stromkabel. Es ist echt schlimm. Gut, dass es diese Bewertungen gibt. Hier nochmal zu dem Thema mit dem WLAN-Adapter. 150 Mbit USB-WLAN-Adapter, das wird BGN sein. Noch niemals mehr AC. Also der Endstandard ist der 150 Mbit-Standard. Ich glaube, AC knallt sich so 300 Mbit rein. Reicht zum Zocken natürlich aus. Trotzdem quasi wieder das Kleinste, fast das Kleinste, was du nehmen kannst. Dass sie nur B und G genommen haben, das wäre jetzt der Hammer gewesen. Gut, da wären wir auch schon bei unserer Liste. Hier sind die beiden Festplatten. Hier ist der Ryzen, der RAM. Grafikkarte, die natürlich 300 teurer ist als im Ausland, aber gut, dann ist es halt so. Das Mainboard, das DVD-Laufwerk, der Lüfter, der nicht beim Prozessor dabei war, den müssen wir nochmal extra kaufen. Das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei 1.101,02 €. Wie ihr das jetzt macht, ist mir egal. Ihr könnt die 300 Euro jetzt runterrechnen, dann sind wir bei 800. Wegen der Grafikkarte, wegen der Differenz. Oder ihr bleibt jetzt einfach dabei. Das System soll kosten 999 €. Ja. Das sind wieder die Grafikkartenpreise. Klare Sache, sage ich in jedem Video. Und wir haben hier Endkundenpreise bei Geizhals. Die Einkaufspreise für so einen PC-Hersteller sind natürlich ein ganzes Stückchen weiter unten. Zieht man ruhig noch 20-30% ab. Aber das System an sich ist in meinen Augen nicht zukunftstauglich und ehrlich gesagt auch ein bisschen Müll. Ich habe mir mal einen FPS-Test rausgesucht, den werde ich euch jetzt auch gleich noch zeigen. Aber ihr habt ja eben schon in dem Video an sich gehört, was ich alles an dem System auf gut Deutsch gesagt finde. Und ja, kann man nichts mehr zu sagen. Also, wenn ihr irgendwann erweitern wollt mit den Prozessoren und dickere Grafikkarte, dürft ihr das Netzteil ausbauen. Reichen euch die Slots nicht mehr, dann müsst ihr ein neues Mainboard kaufen. Also an und für sich, selbst als Einsteigergerät, wenn ihr nicht später komplett neu kaufen wollt, totaler Mist. Muss man nicht haben. Aber wir schauen uns jetzt mal den FPS-Test an. Das Spiel hier ist jetzt natürlich so das Nonplusultra im Moment. Klar, es gibt noch andere grafisch aufwendige Spiele, aber viele denken immer, boah, Cyberpunk, richtig geil, brauchst du fette Hardware für, weil es gab ja auch Probleme auf den Konsolen, ne? Das ist jetzt auf jeden Fall einer mit einer RX 5500 XT und dem Ryzen 7 2700 und 16 GB RAM, so wie wir uns das auch vorstellen. Schauen wir uns an, was der auf Ultra macht. Hier oben seht ihr die FPS. Ich rede jedes Mal davon, dass zum Shooter spielen auf jeden Fall 60 FPS da sein sollten und wir haben hier so 30, 40 auf Ultra. Ist natürlich die höchste Einstellung jetzt, aber das ist auch nur Full HD. Ihr könnt, also WQHD HD könnt das komplett vergessen. Hier sind die Einstellungen auf High. Auch da haben wir nur 30 bis 40 FPS. Gut, er fährt jetzt hier mit dem Auto rum, das fordert die Grafikkarte noch ein bisschen mehr, aber selbst da erreicht die 60 FPS nicht in Cyberpunk. Nehmen wir die Medium-Settings, seid ihr so bei 50, 54 FPS, aber die 60 erreicht er tatsächlich immer noch nicht. Und je nachdem, wie viel in dem Game los ist, droppt das natürlich auch, ne? Das ist schon, wenn da jetzt viel geschossen wird, viele Charaktere geladen werden müssen und so weiter, dann droppt das. Und das ist nicht schön, wenn ihr in einer actionreichen Szene auf einmal Probleme kriegt. Und dann gucken wir uns das jetzt nochmal eben auf Low an. Auf Low, also der geringsten Einstellung auf Full HD, landet er tatsächlich bei den 60 FPS. Aber auch nicht viel weiter drüber. Er droppt jetzt auch nicht ungemein. Aber wenn ich mir ein Spiel wie Cyberpunk kaufe und viele Leute feiern das, dann will ich das nicht auf Low spielen, sondern zumindest auf Medium oder High. Ja? Wer einen guten Rechner hat, natürlich auch auf Ultra. Ihr seht also, das System, jetzt zumindest für Cyberpunk, ist das nichts. Overwatch wahrscheinlich geht noch. Fortnite auch. PUBG wird schon wieder schwierig. Aber ich bleibe einfach dabei, wenn ihr ein zukunftstaugliches PC-System wollt, dann bitte nicht diesen. Warte von ab. Ich habe wirklich nur bei Google Gaming PC eingegeben und dann habt ihr ja diese Shoppingliste da rechts und dann habe ich einfach auf den draufgeklickt, 1000 Euro. Das ist ja immer so der Bereich, der euch interessiert, weil alles andere ist euch dann wieder ein bisschen zu teuer und alles darunter ist Quatsch. Und das System selbst für 1000 Euro ist jetzt auch schon Quatsch. Ihr kriegt, wie gesagt, auch schon 3600er Ryzen dafür. Habe ich ja eben schon eingängig erwähnt. Also von daher. Gut, dann wäre es das auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich sehe, dass sehr viele Leute halt die Videos gucken, aber nicht abonnieren. Das finde ich sehr schade. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr das macht. Ich kriege auch bei jedem Abo immer eine Benachrichtigung. Ist echt top. Der Kanal ist jetzt auch gut gewachsen in den letzten 2 Monaten. Das hat echt Spaß gemacht, sowas zu beobachten. Und wenn ich auch nur einen davon abhalten kann, dieses System zu kaufen, dann bin ich schon zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.